Durchfallen, das gehört leider genauso zum Studium wie Partys und Bier. Und stell dir vor, du hast nächtelang am Schreibtisch gesessen, du hast extra mal keine Partys gefeiert und du hast sogar Lernkarten geschrieben. Also eigentlich hast du alles richtig gemacht. Aber es ist doch passiert, du bist in der Prüfung durchgefallen. Aber erstmal keine Panik schieben, denn das passiert fast einmal. Und wichtig ist, dass du danach die folgenden drei Dinge richtig machst. Erstens, Prüfungsordnung checken. Zuerst solltest du herausfinden, was die nicht bestandene Prüfung für dich und dein Studium genau bedeutet. Und dabei hilft dir die Prüfungsordnung. Da steht nämlich drin, wie oft du die gleiche Prüfung wiederholen darfst, bevor es dann endgültig vorbei ist. Meistens hast du drei Versuche und danach noch eine mündliche Ergänzungsprüfung, aber so weit solltest du es nicht kommen lassen, denn die beste Note, die du dabei noch bekommen kannst, das ist eine 4,0 und wenn du in der mündlichen durchfällst, dann war es das endgültig mit deinem Studium. Aber beim ersten und zweiten Versuch, da musst du noch lange keine Panik schieben. Zweitens, den Wiederholungstermin planen. Informier dich auf jeden Fall zeitnah nach deinem Durchfallen über den nächsten Wiederholungstermin. Denn dann weißt du schon mal, wie viel Zeit du für die Vorbereitung hast und vor allen Dingen, wann du damit anfangen musst. Warte auf keinen Fall zu lange, denn gerade bei Wiederholungsprüfungen, da wird dein Stresslevel sowieso schon höher sein als ohnehin schon. Und falls du die Prüfung im laufenden Semester nicht wiederholen kannst, dann solltest du unbedingt klären, ob du ein ganzes Jahr warten musst oder ob du vielleicht im nächsten Semester noch einen Versuch bekommen kannst. Selbst wenn die Vorlesung vielleicht gar nicht angeboten wird. Und drittens, aus deinen Fehlern die richtigen Schlüsse ziehen. Vielleicht hast du einfach nur einen schlechten Tag gehabt und bist deshalb durchgefallen. Es könnte aber natürlich auch sein, dass du einfach schlecht vorbereitet warst. Und wenn das der Fall ist, dann solltest du unbedingt etwas an deiner Lernstrategie ändern. In den meisten Fällen liegt hier das größte Potenzial für bessere Noten versteckt. Unterhalte dich einfach mal mit anderen über das Lernen und über Dinge, die gut funktioniert haben oder such auf YouTube und anderen Plattformen nach guten Videos über das Lernen und über Verhalten bei Klausuren und in der Vorbereitung. Und ganz wichtig, plane für deinen nächsten Versuch mehr Vorbereitungszeit ein. Und für den Fall, dass du Prüfungsangst hast, dann gibt es an den meisten Hochschulen sogar Beratungsstellen, die dir ziemlich gut weiterhelfen können. Also Kopf hoch, falls du mal durchfällst, das passiert uns allen mal.